Und moin moin und hallo, ihr wisst es nicht, aber gestern war für mich eigentlich vor 3 Sekunden. Und dementsprechend machen wir weiter. Wir sind bei 7,9 Millionen Sachschaden angelangt. Und wie ihr merkt, ich bin schon so ein bisschen auf Adrenalin. Und dementsprechend wollen wir jetzt Streife fahren. Und Autobahn hatten wir jetzt die ganze Zeit, aber ich nehme trotzdem weiter in Autobahn, weil ich die Hoffnung habe. Ja, da wartet wieder eine Mission. Nehmen wir mal den Standard Porsche. Ich meine natürlich TT Turbo oder so heißt der hier. Ja, und ich trinke mal kurz etwas. Ach, da hinten, da kommt das grüne Muffding her. Wie bei, da sind wahrscheinlich Sabrina und Kelenta drin von den Sims. Die haben sich mal wieder nicht geduscht. Warum rollt der Wagen eigentlich? Im letzten Rennen der Liga habe ich ein hübsches Preisgeld kassiert. Ich weiß. Ich habe sogar in der Loge gesessen. Du hast gewettet? Mein spezieller Freund hat mich angerufen und gefragt, ob ich auch an Jockeyrennen interessiert bin. Da bin ich dann hin und habe herausgefunden, wie die Liga funktioniert. Also gehöre ich zu den Jockeys? Tja, so läuft das eben, mein Kleiner. Dafür muss ich diesen blöden Designerfummel tragen. Auf wen hast du eigentlich gewettet? Kein Kommentar. Du kleiner Verräter. Jetzt werd nicht komisch. Ja, ja. Haben wir eigentlich genug in der Hand, um den ganzen Zirkus hochgehen zu lassen? Ich bin noch zu einem Rennen verabredet. Dann sehen wir weiter. Welchen Wagen fährt der feine Herr denn diesmal? Eine richtige Spezialität. Die kommt direkt aus der privaten Garage von dem Autohändler. Okay, die Liga Teil 5. Das ist wohl der letzte Teil dieser Missionsreihe. Das heißt, ja, wir werden weiter noch ein Rennen fahren. Tut mir leid für euch Leute, die jetzt dachten, ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Abdrängen oder irgendwelche Sachen in die Luft sprengen. Nein, nein, wir fahren weiter ein Rennen. Wer hat denn die Bushaltestelle wieder aufgebaut? Das kann aber nicht angehen hier. Ups. Nein, da wollte ich gar nicht längs. Wo ist denn das Autohaus? Ich hätte wieder beim Autohaus spawnen sollen. Oh. Einmal Pommes Mayo, Bibi. Danke. Bibi steht auch auf meine Mayo. Was sage ich denn da? Hui! Hat geklappt, würde ich sagen. Ein Glück, dass das nicht mein Wagen ist. Das Ausbeulen kostet ein paar Euro. Vor allen Dingen, weil der Wagen auf der einen Seite, also 50% des Wagens sehen ein bisschen aus wie das Batmobil. Die anderen 50% sehen noch aus wie ein Porsche. Brrn, 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 brrn. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß? So, was rede ich denn da? Das macht Spaß. Turbo. Ich dachte, ich versuche es mal ohne Bremse. Aber wie man sieht, das funktioniert nicht so ganz. Das heißt, dann fahren wir ohne Vorderrad eben halt noch diese 1,5 Kilometer. Wie man sieht, wenn ich schnell genug fahre, dann brauche ich auch kaum lenken, weil das Auto das von selber ausgleicht. Indem ich hier einfach ein paar Schilder überbügel. Wow! Jetzt zieht er aber doch ein bisschen stark nach rechts, links. Den brauche ich jetzt hier nicht lenken. Hüpp. Ah. Ja, Leute. Da setzte plötzlich die Steuerung wieder ein. Einfach mal nicht lenken. Aber schön die Strecke hier. Muss ich sagen. Aber wir kriegen ja sowieso gleich einen besseren Wagen. Und müssen nicht mehr länger mit dem hier. Uah. Mist. Da hätte ich oben längs fahren müssen. Teilweise zieht er auch in die andere Richtung. Ich weiß auch nicht wieso. Ups. Tja, jetzt hänge ich fest. Immerhin haben wir kein Schadenslimit. Soll heißen. Alter, der Wagen sieht echt grausam aus. Ich kann gar nicht mit angucken, wie der Wagen aussieht. Warum starte ich schon wieder hier? Was passiert eigentlich, wenn ich hier hinten erst rumfahre? Sagt das Navi mir dann? Ja, hier kann ich auch längs fahren. Warum sagt mir das Navi denn, ich soll da diesen Schleichwege fahren, wenn ich auch direkt die Hauptstraße nehmen kann? Und das dann geradeaus durch einen Wohnwagen durch. Alter, ist da gerade der Wohnwagen explodiert? Ja, der Wohnwagen und der Wagen sind explodiert.
Bus fahren könnt ihr wann anders. Pommes Mayo bitte. Dankeschön. Vielleicht nehme ich auch irgendwann mal einen Burger. Aber ich glaube, der Burger ist nicht so gut bei der Bumsbude da. Na, schade, mein Blinker ist kaputt. Moment. Der Blinker geht noch. Der andere Blinker geht nicht mehr, weil der ist nicht mehr vorhanden, würde ich sagen. Halt, da soll ich abbiegen? Eben in der Musik kommt so plötzlich so ein... Und ich denke so, scheiße, habe ich jetzt hier irgendwie ein Timeout? Ach, da hinten sollen wir hin. Tack. Nur mal eben 1688 Sachschaden beim Parken. 166.000, oh, wir sind richtig günstig dahin gekommen. Nein, Sachschaden 65.000 jetzt. Oh, cool. Okay. Wir haben nur den Wagen gewechselt? Ja, stimmt. Wir haben nur den Wagen gewechselt. Na gut. Keine Sirene. Aber immerhin... Oh, Alter! Pass doch mal auf hier! Ich komme mir vor wie bei der Stock Car Crash Challenge. So, jetzt fahren wir aber gesittet und ganz, ganz vornehm dahin, wo wir hin sollen. Und nehmen auch keine Abkürzung. Doch, wir nehmen die Abkürzung durch Bibis Bumsbude. Pam. Haben wir die weggehauen? Yep, die ist weg. So, dann nehmen wir noch hier kurz ein bisschen Sperrmüll mit. Wow! Heiliger! Das sollte nicht so laufen. Telefoniert hier noch jemand? Nein, ich würde sagen nicht. Wartet auch keiner mehr auf den Bus. Oh, ein Kaugummi zum Mitnehmen. Nein, ich hätte nicht Turbo zünden sollen, bevor ich hier abbiege. Ach du Scheiße, das waren ein paar Fahrräder. Die waren teuer und von Shimano und so. Und ihr wisst ja, die kosten ein bisschen mehr. Will der etwa, dass ich... Nein, der will nicht, dass ich darüber springe, oder? Will der, dass ich darüber springe, um dahin zu kommen? Ja, will er. Alter, das ist doch krank. So, naja, immerhin. Die Actionmusik im Hintergrund. Wow. Hier soll ich abbiegen? Okay. Wenn das Navi das sagt, also wenn das Navi das sagt, fahre bitte ins Badezimmer von deinem Nachbarn, dann mache ich das, weil das Navi das gesagt hat. Wenn das Navi dann plötzlich sagt, ja, okay, und nachdem du bei deinem Nachbarn im Badezimmer warst, fährst du bitte beim Nachbarn in das Bett mit seiner Ehefrau, dann würde ich das auch tun. Falsch rum. Ich muss auf die andere Seite. Aber sag jetzt nicht, wir fahren hier in diesem, nein, wir fahren doch nicht in dieses Gebäude rein. Das geht doch gar nicht. Sag bloß, wir fahren da rein. Dann würde ich ja echt... Alter, da kann man rein? Echt jetzt? Da kann man rein? Krass. Jo. Dann geht's wohl jetzt zur Stock Car Crash Challenge, oder was? Halt! Das wird heute ein Heidenspaß. Und ein bisschen holprig. Hey, Sekan, ist dir deine Nobelkarosse etwa zu schade? Oh Mann, ich hasse diesen Decknamen. Was? Wieso? Du heißt doch sonst Erkan oder wie auch immer. Oder Benzemir. Benzemir ist jetzt auch kein toller Name. So im Sinne von, Sie dürfen sich jetzt entscheiden. Nennen Sie sich Serkan oder Benzemir? Benzemir, das klingt besser. Das klingt professioneller. So, gut. Damit hätten wir abseits der Straße. Ich hab doch irgendwann mal gesagt, geil, ein Dirt-Kurs. Ja, wir fahren jetzt ein Dirt-Rennen. Damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Vor allen Dingen, bevor ich hier die Strecke kenne. Alter. Und man kann hier nicht wirklich schnell fahren, weil, wie man sieht, es geht hier ziemlich kurvenreich zur Sache. Was? Wie jetzt? Raus? Och, schade. Dachte, wir fahren jetzt noch weiter da drin, aber hier draußen kann ich ja dann wieder Gas geben. So, mal sehen. Da wieder rauf und dann gegen den Verkehr auf
gegen den Verkehr. Im Gegenverkehr auf der Autobahn oder was? Nee. Oder doch? Nee, doch nicht. Dachte schon. Oh, schade. Ich dachte, das wird jetzt nur so ein Dirt-Rundkurs. Aber nee. Das haben sie sich jetzt nicht getraut, das Ganze komplett auf der Dirt-Strecke stattfinden zu lassen. Stattdessen geht es hier wieder runter von der Autobahn. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade erstaunt über die Streckenführung. Weil das doch ein bisschen anders ist, als ich es erwartet hatte. Hat hier längs. Alter, welcher Praktikant hat sich denn diese Strecke schon wieder ausgedacht? Ja, einmal an den Ferienhäusern lang. Ach, Kacke. Immer wenn man Vorderrad verliert, dann sollte man resetten, weil ansonsten ist so ein Rennen nicht zu gewinnen. Vor allen Dingen, dass das da plötzlich so... Alter, pass doch auf. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ach, hier geht die Strecke weiter. Ach, hier sind wir wieder. Ah, jetzt fahren wir hier wieder runter. Also, ich bin schon mal ein Rennen hier gefahren, was dann hier rauf ging. Deswegen kenne ich das so ein bisschen. Also mit der Zeit lernt man ja richtig die Strecken hier kennen und weiß dann sowas wie hier vielleicht mal aufpassen und wegen dem Fluss, weil der Fluss ist hier direkt neben der Straße und ja, da ist es natürlich dann nicht so gut, wenn man direkt neben der Straße zu viel Gas gibt und dann in den Fluss fällt. Hier kann man zum Beispiel ein bisschen Gas geben. Wow! Okay, hier geht's rauf und dann darum. Alter. Nutzen wir mal den Turbo Boost, den ich sonst nicht nutze. Vorsicht hier mit Bibis Bumsbude. Ah, jetzt müssen wir ja auch irgendwie wieder zurückkommen zum Dirt-Parcours. Warum habe ich mich jetzt gerade eben selber mit einem leichten Echo gehört? Das klingt merkwürdig. Ist nicht gut? Ist nicht gut? Nee, nicht gut. Wenn du dich selber hörst, nicht gut. Halt. Ach so, hier. Ach, da hinter uns sind die erst. Ach, Kacke. Das lief nicht so gut. Alter, das müssen wir wohl irgendwie... Ich hoffe, dass die hier alle nicht so wirklich gut sind. Boah. Weil aktuell bin ich Letzter. Läuft gerade nicht so. Im Sinne von läuft bei dir? Nein, läuft gerade nicht. Abgesehen davon, dass die letzte Woche meine Nase lief, läuft hier nichts. Nicht mal Nutten. Alter, ich habe schon wieder kaum Nitro. Wow! Aber immerhin kenne ich jetzt so halbwegs die Strecke und weiß, dass man hier auf den Holländer aufpassen muss. Und hier oben, weil man hier oben abbiegt, nicht zu schnell sein darf. Und da hinten biegt man wieder ab. Flog da eben Hubschrauber längs? Ich habe da doch einen Hubschrauber gehört. Da hinten ist er! Da hinten war er, der Hubschrauber. Der Hubi. Da sitzt der Hubi drin. Das ist ein guter Freund vom Benzemir. Der Hubi. Der mag am liebsten das Masopilami. Das ist so eine Zeichentrick- oder Comicfigur. Die hat einen sehr langen Schwanz. Und nein, ihr kleinen perversen Säue, nicht den Schwanz, den ihr jetzt denkt. Der Schwanz ist bei dem hinten dran und nicht vorne. Dementsprechend, und vor allen Dingen, der ist gelb kariert. Also, nee, nicht kariert, gelb-schwarz gestreift, wie so eine Biene. Das ist ein ganz lustiges Tier. Das lebt irgendwo im Urwald und davon gibt es, glaube ich, nur noch ein Stück. Also ein männliches. Es gibt auch noch ein weibliches, aber, Alter, das lenkt mich zu sehr ab, wenn ich über so einen Comic-Quatsch hier rede.
ist kein Quatsch. Keine Sorge, Leute. Kann auch vielleicht sein, dass ich mich selber zu deutlich höre, weil ich mir die Kopfhörer noch mal ein bisschen tiefer in die Ohren stöpseln muss. So. So, das geht doch schon besser. Ja, jetzt höre ich mich auch nicht mehr doppelt. Also ich höre mich mit so einer leichten Verzögerung auf den Kopfhörern, aber wenn ich mich dann quasi in echt auch noch gleichzeitig höre, dann ist das so, man hört sich zweimal. Hüpp. Nein! Alter, das musst du mir jetzt nicht nochmal zeigen, dass ich Bibis Bumpsbude verpasst habe. Weil man merkt, mein Wagen 43% Sachschaden, 43% Schaden, das heißt, der ist nicht mehr so gut dabei. Ups, habe ich dir den Wohnwagen abgekoppelt? Das war ja nicht so mein Ding. Das hatte ich nicht geplant. Okay, da rein soll das heißen. So, hier und dann hier einmal rum. Ah. Das war ja, also. Was war das denn gerade? Och, ich fahre mal einfach weiter, sagte die KI und fuhr mit 20 über einen Hügel. Da ist ja ein Fußgänger schneller und kann höher springen. Position im Ziel. Wir mussten nur Zweiter werden. Hey, wir sind Erster geworden. Ich bin ganz böse, ich trinke in Let's Plays. Zeigt mich doch beim Let's Play-Rad an. So, Fall freigespielt, die Liga Teil 6. Och nee, da gibt's noch mehr Teile. Also nicht, dass ich jetzt nicht noch mehr Folgen mit Rennen machen wollte für euch. Strecke freigespielt, abseits der Straße, Standort freigespielt, Siedlung Wendehammer. Der Wendehammer, das ist auch das, was ich in meiner Hose habe. So, genug Witze.